Hamburg. Norddeutsche 1,8 Millionen Metropole an der Mündung von Bille und Alster in die Elbe. Umschlossen von Schleswig-Holstein und Niedersachsen, drittgrößter Seehafen Europas und Knotenpunkt ausgeprägter Verkehrsströme. In diesem Film wollen wir uns mit dem Schienenpersonennahverkehr im Süderelbe-Raum befassen. Die dortigen Verkehrsprobleme sind seit Jahrzehnten bekannt. Und wir schauen uns an, was bislang getan wurde, um sie in den Griff zu bekommen. Hierzu nehmen wir die drei nach Niedersachsen führenden Bahnstrecken und ihre Zweiglinien hinsichtlich der Angebotsentwicklung unter die Lupe, wobei der Fokus auf der Magistrale in Richtung Bremen liegt. Abschließend werfen wir einen Blick auf den Hamburger Hauptbahnhof. Züge von Hamburg nach Niedersachsen und weiter in den Westen oder Süden der Republik sind zur Nutzung der Elbbrücken gezwungen. Südlich davon liegt Harburg, wo sich die Gleise in Richtung Buxtehude, Stade, Cuxhaven, Buchholz, Tostedt, Bremen und Winsen, Lüneburg, Hannover verzweigen. Die Buxtehuder Strecke können wir schnell abfrühstücken, da über sie eigentlich nur zu sagen ist, dass das Verkehrsangebot im Speckgürtel einer Millionenstadt genau so oder ähnlich aussehen muss. Die Hamburger S-Bahn fährt seit 2007 über ihren vormaligen Endpunkt Neugraben hinaus bis Stade. Sie teilt sich die Fernbahngleise mit dem stündlich fahrenden RE5 und rund 20 Güterzügen am Tag. Zur Hauptverkehrszeit wird Buxtehude alle 10, Stade alle 20 Minuten bedient. Ende 2018 wurde dieser Takt morgens und abends um jeweils eine Stunde verlängert. Die in Buxtehude anschließende Nebenbahn nach Bremervörde wurde 1993, noch vor der Bahnreform, für den Personenverkehr reaktiviert. Triebzüge der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser verkehren im Stundentakt mit HVZ-Verdichtern. Den Bogen zur Bremer Strecke schlage ich mit einem Zitat der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, LNVG, vom Juni 2018 zum neuen Verkehrsvertrag für das Hansenetz. Der kommende Fahrplan 2019 stellt in diesem Teilnetz in quantitativer Hinsicht zurzeit das Ende des Machbaren dar. Unter den heutigen infrastrukturellen und betrieblichen Rahmenbedingungen sind alle Möglichkeiten für eine Erhöhung der Platzkapazitäten nahezu ausgeschöpft. Für weitere Nachfragesteigerungen ist der Ausbau der Strecken- und Bahnhofskapazitäten für zusätzliche Züge unverzichtbar. Ich werde darauf zurückkommen. Auf der Buchholzer Schiene verkehren jeweils stündlich der RE4 und die RB41 zwischen Hamburg und Bremen, betrieben von der Firma Metronom. Zur HVZ gibt es Verstärkerzüge auf Teilstrecken. Hinzu kommen die sich zum Stundentakt überlagerten IC-Linien 30 und 31 und etwa 100 Güterzüge pro Tag. Nennenswerte Anpassungen gab es zuletzt 2010, als die Regionalbahnen Hamburg-Tostedt und Rothenburg-Bremen zu einer durchgehenden Linie zusammengefasst wurden. Im Vergleich zum Sommer 1996, der ersten Fahrplanperiode nach dem Übergang der SPNV-Zuständigkeit auf die Bundesländer, bedeutet das eine massive Steigerung von 27 auf 73 Hamburg und Bremen verbindende Regionalzüge, was auf den ersten Blick gut aussieht. Sehr gut. Auf den zweiten Blick, bei genauerer Betrachtung des Vorortverkehrs, zeigen sich Schatten auf diesem schönen Bild. So hielten 1996 in Hittfeld und Klecken, werktags außer samstags, insgesamt 55, in Spreuze 54 Züge. 2019 sind es nur noch 50. Die fahren zwar zumeist durch bis Hamburg und Bremen Hauptbahnhof und enden nicht wie früher überwiegend in Harburg und Tostedt. Auch bieten sie mit ihren Doppelstockwagen mehr Sitzplätze als die Eulen Silberlinge, was aber nichts daran ändert, dass die Zahl der Fahrmöglichkeiten im Dunstkreis der beinahe 2-Millionen-Stadt geschrumpft ist. Für Buchholz ergibt sich im Verkehr von und nach Hamburg eine geringfügige Steigerung von 85 auf 88 Züge. Nun schreibt ja die LNVG, dass Kapazitätsausweitungen nur bei einem Ausbau der Streckeninfrastruktur möglich seien. Das ist bloß die halbe Wahrheit, denn in der HVZ werden sämtliche Stationen in der Lastrichtung doppelt so oft wie im Grundtakt bedient. Zumindest eine zeitliche Ausweitung dieser Verdichterfahrten kann also nicht an der zugegebenermaßen begrenzten, aber hierfür doch ausreichenden Infrastruktur scheitern. Verstärkt wird im Fahrplan 2019 lediglich der Verkehr in den Wochenendnächten zu einem Stundentakt. Schön fürs Partyvolk, nutzlos für die Pendler.
Ein Paradebeispiel für verschenkte Kapazitäten sind die nachmittäglichen Verdichter des RE4 nach Tostedt. Diese könnten aufgrund ihrer Fahrplanlage problemlos in Hittfeld, Klecken und Spötze halten und einen angenäherten 20-Minuten-Takt für diese Orte herstellen. Allerdings dürfen sie ihre Zeit nicht mit Halten auf popeligen Dorfbahnhöfen verplempern und müssen für ihre Folgeleistungen möglichst schnell zum Startpunkt zurückkehren. Entgegen der Lastrichtung fahren die Garnituren aller HVZ-Verstärker als Leerzüge und haben an den Zielbahnhöfen teilweise nur 5 Minuten Wendezeit. Hier exemplarisch 2 Fahrzeugumläufe aus dem Jahr 2018. Auch viele Taktzüge haben an ihren Endstationen weniger als 15 Minuten Aufenthalt, übertragen Verspätungen auf die Rückfahrt und schleppen sie mitunter stundenlang durch die Nordheide. Liegt das nun an der mangelnden Streckenkapazität oder am Land Niedersachsen, das keine finanziellen Mittel zur Vergrößerung seines Fahrzeugpools in die Hand nehmen möchte, um die Verspätungsanfälligkeit im kleinen Grenzverkehr nach Hamburg zu verringern? Riskieren wir einen Blick auf die nördliche Heidebahn Buchholz-Soltau, die vom Eriks bediente RB38. 2011 wurde hier die Streckengeschwindigkeit von 80 auf 120 km/h erhöht, ein Stundentakt eingeführt und die Reisezeit von durchschnittlich 56 auf 41 bzw. 45 Minuten verkürzt. Für Umsteiger von und nach Hamburg ergab sich in Buchholz ein Übergang von 8 respektive 6 Minuten vom und zum RE4. Nachdem 2016 auch der südliche Teil der Heidebahn, Soltau-Hannover, ausgebaut war, verschoben sich die Fahrzeiten auf dem Nordabschnitt um rund eine halbe Stunde. In Buchholz entstanden somit 9 bzw. 15 Minuten Umsteigezeit zur RB41, sodass sich die Reisezeiten für Heidebahnnutzer um 8 Minuten verlängerten. Eindeutig ein Rückschritt für Hamburg-Pendler. Seit Dezember 2018 wird die RB38 für zunächst 3 Jahre bis Harburg weitergeführt, allerdings nur am Wochenende und damit ohne berufsverkehrliche Relevanz. Die Züge fahren ohne Halt zwischen Harburg und Buchholz, in Südrichtung wegen Trassenkonflikt mit dem IC sogar über die Strecke Maschen-Buchholz. Apropos, auch diese Güterzugstrecke sei gewürdigt. Sie entstand in den 1970er Jahren und wird nur im Störungsfall von Reisezügen genutzt. Seit ich denken kann, spukt die Einrichtung einer Nahverkehrslinie über diese Strecke durch die Presse. Immerhin verläuft sie mitten durch das 8000 Einwohner zählende Jesteburg und könnte auch die südöstlichen Seevetaler Gemeindeteile erschließen. Als Niedersachsen 2013 die Reaktivierung von 74 Strecken prüfte, kam sie in die Endrunde und wies das drittbeste Nutzen-Kosten-Verhältnis auf. Offiziell scheiterte die Aufnahme des Personenverkehrs am hohen Güterzugaufkommen, sodass die viertplatzierte Strecke Salzderhelden-Einbeck in das Reaktivierungsprogramm aufrückte. Fest steht, dass hier in der Metropolregion geeignete Gleise vorhanden sind, die wieder besseres Wissen nicht für den Personenverkehr genutzt werden, was man effektheischend als Skandal bezeichnen könnte. Noch ungenutzter ist die Strecke Jesteburg-Lüneburg, die 1981 den Personen- und später auch den Gesamtverkehr verlor. Natürlich lief diese Relation den auf Hamburg ausgerichteten Reisendenströmen völlig zuwider, doch der Bau der Strecke Jesteburg-Maschen hätte die Chance geboten, mit einer Verbindungskurve eine direkte Fahrmöglichkeit von und nach Hamburg zu schaffen. Ich mache es niemandem zum Vorwurf, dass in den autogeilen 70ern keiner daran gedacht hat. Schlimm ist nur, dass diese Option vor Stilllegung und Abbau in den vermeintlich aufgeklärten 90ern niemals in Betracht gezogen wurde. All diese Schlagzeilen übrigens könnten der Zeitung von heute entnommen sein. Tatsächlich sind sie bis zu 25 Jahre alt. Ein ungenutzt verstrichenes Vierteljahrhundert. Kehren wir noch einmal nach Buchholz zurück, um uns anzuschauen, wie gedankenlos die Chance auf simpelste Verbesserungen vertan wird. Der Bahnsteig am durchgehenden Hauptgleis 7 wurde 1994 stillgelegt. Sämtliche Züge von Hamburg nach Bremen mit Halt in Buchholz müssen seitdem mit 60 km/h in die Überholung schaukeln. Der Bahnsteig war früher nur durch diese finstere Unterführung erreichbar. Inzwischen sind jedoch alle nördlich davon liegenden Gleise demontiert und die Brachfläche als Parkplatz genutzt. So wäre heute eine barrierefreie Verbindung des noch immer vorhandenen Bahnsteigs mit dem Parkplatz und der Innenstadt quasi automatisch gegeben. Stattdessen müssen Reisende den nur mit Fußgängerüberführungen erschlossenen Bahnsteig zwischen Gleis 3 und 6 nutzen.
Insbesondere die Wohlau-Brücke sorgt hierbei mit defekten Aufzügen ständig für Negativschlagzeilen in der örtlichen Presse. Völlig unnötig. Mit einem Blick auf das Tarifwesen leite ich über zur Strecke Hamburg-Winsen-Lüneburg-Hannover. Sowohl hier als auch auf der Cuxhavener und Bremer Schiene wird durch die Preisgestaltung ein gewisses Fahrgastpotenzial verschenkt. Die einwohnermäßig vergleichbar großen Städte Winsen, Buxtehude und Buchholz liegen im Tarifring D des Hamburger Verkehrsverbunds. Die jeweils vorgelagerten Haltepunkte Aßhausen, Neu-Wulmsdorf und Klecken bereits im Ring B. Die Einzelfahrkarte von dort in die Hamburger Innenstadt kostet weniger als die Hälfte und das Monatsabo rund zwei Drittel dessen, was die Einsteiger an den benachbarten, jedoch zwei Ringe entfernten Stationen berappen müssen. Ein Wechsel in den günstigeren Ring C und damit verbundene Fahrpreissenkungen von rund einem Sechstel führen nach Aussage der LNVG zu hohen Zusatzkosten, denen nur ein geringer Zuwachs an Reisenden gegenüberstehe. Zur Winsener Strecke sage ich ansonsten nicht viel und verweise auf meine Filme zum Thema Alpha E. Stündlich verkehren der RE3 nach Uelzen sowie die RB 31 nach Lüneburg mit HVZ-Verdichtern und den zugehörigen Leerfahrten. Seit Ende 2018 gibt es auch hier den wochenendnächtlichen Stundentakt. 2 bis 3 ICE pro Stunde und Richtung sowie 150 bis 200 Güterzüge täglich machen dem Regionalverkehr das Leben schwer. Im Vergleich 1996 zu 2019 ist für Meckelfeld, Maschen, Stelle, Aßhausen und Winsen ein Rückgang, für die übrigen Stationen eine Ausweitung der SPNV-Verbindungen zu verzeichnen. Im Falle Lüneburgs ist das jedoch nur eine scheinbare Verbesserung, da der RE3 und die RB 31 nach Hamburg einander im 4-Minuten-Abstand folgen. Ärgerlich ist das vor allem für Studenten der Leuphana-Universität, die nachmittags von Lüneburg in Richtung Norden wollen. Theoretisch könnte man jede Menge Züge von Hamburg nach Lüneburg fahren, denn auf dem seit 2014 vollständig dreigleisigen Abschnitt hinter Stelle sind die Verkehre der Nord-Süd-Richtung voneinander getrennt. Schnell in der Mitte, langsam außen. Leider ist es schwierig, Regionalzüge von Lüneburg nach Hamburg zurückzuschaffen. Denn in Süd-Nord-Richtung teilen sich alle Züge bis Aßhausen ein Gleis. Und das wird bis auf Weiteres so bleiben. Mit Unterzeichnung des Abschlussdokuments im Dialogforum Schiene Nord haben sich 2015 unter anderem die Bürgermeister von Sevetal, Stelle und Winsen sowie der Landrat des Kreises Harburg für Alpha E und damit gegen den Bau zusätzlicher Gleise zwischen Hamburg und Lüneburg ausgesprochen. Eine ganz, ganz schlimme Fehlleistung, deren Tragweite diesen Damen und Herren offenbar bis heute nicht bewusst ist, wenn man so ihre Zitate in der Zeitung liest. Erwähnt seien noch die Nebenstrecken der Osthannoverschen Eisenbahnen von Winsen nach Niedermarschacht und in die Heide, die ihren Personenverkehr 1966 bzw. 74 verloren haben. Inwiefern diese nach einer Ertüchtigung gemäß dem Vorbild der Heidebahn oder der Strecke Buxtehude-Bremer-Förde Zubringerdienste zum Bahnhof Winsen leisten könnten, ist unklar. Bei der Reaktivierungsoffensive der LNVG schieden sie in der Vorrunde aus. Inspizieren wir zum Schluss noch den Hamburger Hauptbahnhof. Dieser ist gemäß den Schienennetzbenutzungsbedingungen der Deutschen Bahn überlastet. Bei Trassenanmeldungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen gelten Vorrangregelungen, etwa Zugfahrten ohne Lokwechsel vor Zugfahrten mit Lokwechsel oder halbgleisfähige SPNV-Verkehre vor nicht halbgleisfähigen SPNV-Verkehren. Der Fernbahnteil des Hauptbahnhofs verfügt über 8 Bahnsteiggleise, von denen bloß 5, nämlich 8 und 11 bis 14, aus Richtung Süden erreichbar sind, während die übrigen 3 nur dem Verkehr nach Norden und Osten dienen. Selbst wenn nach Eröffnung der S4 in Richtung Bad Oldesloe voraussichtlich Mitte bis Ende der 20er Jahre mehr Platz in den Gleisen 5 bis 7 sein sollte, hätte der südelbische Verkehr davon so gut wie gar nichts. Man behilft sich mit Doppelbelegungen. Stichwort Halbgleisfähigkeit. Mehrmals stündlich stehen 2 Züge hintereinander im selben Gleis, was jedoch nur mit Garnituren aus Lok und maximal 7 Wagen möglich ist. Über einen Bahnhofsausbau wird seit Jahrzehnten ergebnislos diskutiert. Immerhin erscheint im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 ein zusätzlicher Bahnsteig am Gleis 9. Bemerkenswert ist,
dass der Hauptbahnhof im Regionalverkehr aus allen Richtungen als Kopfbahnhof betrieben wird. Ob aus Norden, Süden oder Osten, alle Regionalbahnen und Expresse enden und wenden hier, ohne dass es betrieblich notwendig wäre. Das wirkt insbesondere vor dem Hintergrund des neuen Bahnhofs Altona grotesk, der ja den ach so hinderlichen dortigen Kopfbahnhof ersetzen soll und in dem, obwohl als Durchgangsbahnhof konzipiert, künftig vermutlich ebenso viele Züge enden werden wie heute. In den frühen 90ern gab es Bestrebungen zu durchgehenden Regionalverbindungen etwa zwischen Kiel und Bremen oder Itzehoe und Lüneburg, die die schon damals angespannte Situation im Hauptbahnhof hätten entschärfen können. Spätestens mit der Regionalisierung des Nahverkehrs war das Thema vom Tisch. Schließlich hätten sich Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen auf gemeinsame Konzepte einigen müssen. In Zeiten moderner Kleinstaaterei kaum vorstellbar. Bleibt als Fazit: Seit Jahrzehnten wird über die Probleme des SPNV im Süderelbe-Raum geredet und geredet und geredet und geredet und geredet. Gelöst wurden bestenfalls jene auf der Buxtehuder-Strecke. Hamburg und Niedersachsen klopfen sich für die länderübergreifende Erfolgsgeschichte S-Bahn nach Stade noch immer auf die Schultern und vergessen, verdrängen oder verschweigen eine traurige Tatsache. Auf den Magistralen in Richtung Buchholz-Torstedt-Bremen und Winsen-Lüneburg-Hannover ist für die nächsten 2 Dekaden keine Entspannung zu erwarten. Pendler auf diesen beiden Achsen, die heute in der Mitte ihres Erwerbslebens stehen und auch künftig die Bahn nutzen müssen, dürfen sich mit dem Gedanken anfreunden, dass die aktuelle Situation bis zu ihrem Renteneintritt unverändert bleibt.